Huhu Leute, ich bin Flasche, willkommen zu einem weiteren Miniguide von AIDAIL. Heute zum Thema, wie man bei Sabeta richtig kitet. Als Beispiel hier der Druide, da das glaube ich, um mal zu zeigen, was der wirklich kann und wie man das richtig macht, am besten geeignet ist. Sabeta schmeißt halt in regelmäßigen Abständen so Feuerflächen nach außen, immer auf den Spieler, der am weitesten weg ist. Und weil das wirklich richtig viel Schaden macht, muss halt ein Spieler abgestellt werden, der diese Feuerflächen immer kitet. In den meisten Fällen wird immer irgendein Healer genommen oder Necro beispielsweise. Und der geht dann halt nach außen und gammelt im Prinzip die ganze Zeit da außen rum. Die Sache ist, das muss man nicht unbedingt und AIDAIL möchte euch hier zeigen, wie man das wirklich richtig gut nutzen kann, wie man einerseits diesen Job erfüllt, andererseits aber auch nicht die ganze Zeit einfach nur außen ist, zu weit weg, um irgendwelche Buffs abzukriegen und auch sonst nichts für das Team tut. Und darum seht ihr das jetzt hier einmal als Druide, sodass man sieht, dass man sowohl die Flakschütze kiten kann, als auch das Team weiterhin bufft. Es ist zwar jetzt in diesem Fall hier noch ein zweiter Druide dabei, das ist eigentlich nicht unbedingt möglich, wenn man ein bisschen mehr Boon Duration einpackt, anstatt einfach nur einen Magie-Druiden, kann man das hier sogar auch solo machen. Und ihr seht, sie geht hier immer nach außen, wartet, bis diese Flakschüsse geschmissen worden sind und kommt dann wieder rein. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, ihr könnt als Druide das machen, was ihr machen sollt, nämlich das Team heilen und auch buffen, natürlich mit Macht. Und natürlich auch die Glyphe der Verstärkung regelmäßig ablegen. Und aber trotzdem halt immer wieder nach außen und die Flakschüsse ablegen. Also ihr seht, immer sobald diese Flakschüsse kommen, rennt sie dann auch wieder ins Team rein, nutzt da ihre ganzen Skills, wie zum Beispiel die Glyphe der Verstärkung oder wie gesagt auch einfach die Avatarform. Man kann natürlich die Avatarform auch von außen ein bisschen channeln und jedes Mal wieder reinrennen danach. Das hat halt die Vorteile erstens, dass man selber alle Buffs abkriegt, das heißt, man kriegt selber immer mal wieder Tatendrang ab, man kriegt selber Quickness und auch Macht und sowas alles und vor allem, man kann natürlich auch die ganzen Buffs an sein Team verteilen, anstatt die meisten halt, wie es die meisten machen, einfach außen bleiben und für immer außen stehen bleiben. Und im Prinzip selbst dem Team, außer dass sie halt Flakschüsse kiten, nichts bringen und auch selber keine Buffs abbekommen. Solange Sabeta weg ist, also wenn diese Zwischenads da sind und wenn die Flammenwand gerade da ist, muss man natürlich nicht außen stehen. Da kann man natürlich auch reingehen, denn gerade wenn man vor der Flammenwand wegrennt, ist natürlich ein kleiner Kreis viel einfacher, als wenn man in einen großen Kreis läuft. Jetzt seht ihr, da kommt der Flakschuss, sie rennt wieder rein, bufft ihr Team durch mit der Avatarform, verteilt also auch Macht und Heilung und geht danach wieder nach außen. Dann kommt der nächste Flakschuss, dann geht es wieder rein, man kann wieder Buffs ans Team verteilen, jetzt zum Beispiel Glyphe der Verstärkung und danach geht es wieder nach draußen. Also eigentlich ziemlich einfach. Das muss man ein kleines bisschen üben, aber so schwierig ist das eigentlich auch nicht, da jedes Mal wieder reinzurennen. Das Timing, wann man wieder draußen sein muss, hat man eigentlich relativ schnell drin. Und es bringt halt wirklich tausendmal mehr, als wenn man wirklich so eine Art AFK-Klasse spielt, die einfach außen steht, immer einen Schritt weiter nach rechts geht, um diese Flakschüsse zu verteilen und sonst aber absolut nichts macht, kaum mitkämpft, kaum das Team bufft, selber keine Buffs bekommt und sowas alles. Das sollte sich jeder, der kitet, sollte sich das wirklich angewöhnen, dieses immer wieder nach innen reinlaufen. Oft ist es so, dass der Flak-Kiter aber noch einen zusätzlichen Job hat, und zwar, wenn diese Zwischen-Ads sind. Jetzt ist natürlich Sabeta weg, das heißt, man kann wieder voll in die Mitte, dann kommen aber immer so, so getimte Bomben, die sind dann so Heavy-Bombs sind das. Die sind dann auf der Plattform und da muss man hingehen und die wegtreten. Auch das ist für gewöhnlich der Job von dem Kiter. Diese Heavy Bombs, da seht ihr gerade rechts im Bildschirm, seht ihr die. Da gerade rechts, da wurde auch gerade weggekickt. Die muss man für gewöhnlich nur machen, also die kommen nur, wenn auch gerade ein Zwischen-Ad da ist. Also ihr müsst das nicht machen, während Sabeta gerade da ist, sondern nur bei den Zwischen-Ads kommen die. Und da müsst ihr eh nicht außen rumkiten, sondern seid eh am Boss dran und könnt da mitkämpfen. Ihr solltet euch dann nur halt für diese Phase, solltet ihr euch dann konzentrieren, diese Heavy Bombs sozusagen als Nebenjob zu machen. Musste jetzt in diesem Kampf mit dieser Gruppe nicht unbedingt gemacht werden, da bei jeder Heavy Bomb auch immer sofort 3, 4 andere Spieler dahin gerannt sind, um es wegzukriegen. Also da haben die anderen Spieler gut aufgepasst und mitgemacht, aber für gewöhnlich ist das der Job von dem Kiter. Aber ist wie gesagt, da ihr gerade zu dem Zeitpunkt eh keine Flakschüsse kiten müsst, ist das eigentlich kein Problem. Jetzt ist natürlich wieder Flammenwand, das heißt, ihr könnt wieder nah rangehen.
Also gar nicht so schwierig. Noch eine zusätzliche Sache, auch wie ihr euer Team noch zusätzlich sehr, sehr hart carryen könnt, ist, wenn ihr euch die ganzen grünen Bomben holt, die man dann auf diese Plattform schmeißen muss. Das heißt, wenn ihr euch das zutraut und wenn ihr das, wenn ihr die Reihenfolge der Kanonen kennt und so, dann kann man relativ gezielt dafür sorgen, dass man selber immer der ist, der das, der diese grünen Bomben schmeißen muss. Und zwar, wenn man sich ein bisschen, wenn ihr mal auf die Minikarte guckt, wo gerade Kreis ist, also im Westen, wenn ihr euch Richtung Westen stellt, da ist die Chance am allerhöchsten, tatsächlich diese grünen Bomben abzukriegen. Man muss ja alle 30 Sekunden muss man einen Spieler auf so eine Kanone hochschmeißen. Jetzt seht ihr, Aidail hat Richtung Kreis gestanden und hat auch tatsächlich diese grüne Bombe gekriegt. Und das versucht sie auch schon während des ganzen Kampfes. Also wenn ihr mal nochmal vielleicht das Video anguckt, dann werdet ihr sehen, dass den Großteil aller von diesen grünen Bomben immer Aidail hatte, da sie sich alle 30 Sekunden ungefähr Richtung Kreis stellt. Weil fast immer, nicht hundertprozentig, aber fast immer der Spieler, der Richtung Kreis steht, kriegt auch diese grüne Bombe und kann deswegen auch den nächsten Typen auf die Kanone hochschleudern. Jetzt seht ihr wieder, da hat wieder jemand diese grüne Kanone, diese grüne Bombe gekriegt und es war auch tatsächlich der Spieler, der Richtung Kreis gestanden ist. Und wenn ihr halt jemand seid, der das Timing kennt und auch der die Reihenfolge der Kanonen kennt, dann könnt ihr dafür sorgen, dass zu 90% immer ihr auch diese grünen Bomben kriegt und somit euch auch euer Team carryen, weil ihr euch dann nicht drauf vertrauen müsst, dass irgendein anderer Spieler, irgendein DPS-Spieler das wirklich mitkriegt, dass er die grüne Bombe hat und dann noch in die richtige Richtung werft. Das heißt, ihr habt sozusagen als Kiter könnt ihr euer Team so hart carryen, wie es fast keine andere Klasse in diesem Kampf macht. Also ihr kümmert euch um die Flakschüsse, ihr kümmert euch um die Heavy Bombs und ihr kümmert euch auch um diese Sepper-Granaten. Und dann muss sich wirklich der Rest des Teams fast nur noch rein auf DPS konzentrieren. Und wenn ihr dann nur noch euren Job macht und immer wieder reinrennt beim Kiten und somit euer Team heilt und auch bufft, dann kann eigentlich fast nichts schieflaufen. Wie gesagt, hier in dem Fall war es natürlich einfach, weil noch ein zweiter Druide da war, der immer beim Team war. Aber das ist tatsächlich sogar auch möglich, das komplett alleine zu machen. Also wenn ihr ein Team habt, was ein bisschen besser spielen kann, was sich nicht von absolut jeder einzelnen Attacke treffen lässt, also die nicht ganz so mega viel Heilung brauchen, dann könnt ihr das wirklich auch als Solo-Druide machen und trotzdem auch Fleckkiten und sogar auch das Team buffen immer mit Macht und sowas, wenn ihr das drauf habt, dass ihr immer wieder reinrennt. Und ihr seht, so mega schwierig ist das nicht. Klar, die letzten 25%, da wird es immer ein bisschen chaotisch, weil da klappen dann immer mal ein paar Kanonen, klappen nicht. Dann hat man mehr Kanonen über, als es wirklich nötig ist. Ihr seht gerade, sind 3 Kanonen ab. Und dann kommen ja auch noch immer diese Steinschläge von oben, da wird es ein bisschen chaotischer, aber es geht eigentlich auch und das war es dann eigentlich auch schon. Auch hier wieder eine Packgruppe, die hat es geschafft und ja, damit ist man eigentlich auch schon durch. Wie gesagt, hier wurde jetzt ein ganz normales Magi-Bild gespielt, was halt daran lag, dass ein zweiter Druide da war. Das heißt, der zweite Druide war hauptsächlich dazu da, die Macht zu stacken, aber als Solo-Druide nimmt ihr einfach ein bisschen mehr Harrier mit. Naja, hier seht ihr es nochmal, so oft in die Gruppe gehen, wie es wie möglich ist, dann kiten und auch diese grünen Granaten, wenn möglich oft holen, wenn ihr Richtung Kreis steht und bei den Zwischen-Ads diese Heavy Bombs immer wegtreten. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns die Tage wieder. Ciao, Leute.